Moin, moin und Ja, hallo. Entschuldigung, ich habe noch blöd geguckt. Und ich habe blöd gesprochen. Herzlich willkommen zu Windelweich angehüpft, der Rubrik, wo wir Jump'n'Runs nicht komplett durchspielen, sondern nur leicht. Leicht antesten, ausprobieren. Genau, wir gucken uns da auch gerne mal neuere Spiele an, die vielleicht auch noch gar nicht raus sind. Und so einen Kandidaten haben wir auch schon wieder. Wir hatten es ja schon angekündigt. Es geht nämlich heute um ein altes Disney-Sega-Spiel und zwar. Sicher, aber ich habe hier so einen Controller in die Hand. Es geht Zurück, um gell? Da kommt alles zusammen. crazy shit. Es geht um Castle of Illusion HD. HD Remake eines alten großen Mega Drive Klassikers und eins meiner Lieblingsspiele. Ja, wer das letzte Windelweich angehüpft gesehen hat, da hatte ich kurz drüber erzählt. Ich hatte es vorher schon mal ausprobiert, das HD Remake. Ich habe das Spiel damals Anfang der 90er auf dem Mega Drive durchgespielt. Ich habe es auch fürs Master System besessen. In einer weiteren Version eines meiner Lieblingsspiele kürzlich nochmal für ein Let's Play sogar durchgezockt und relativ präsent gehabt. Sega hat vor kurzem angekündigt, dass dieses HD Remake kommt, basierend auf dem Original Mega Drive Spiel. Das hat mich sehr verwundert, weil ich dachte, die Lizenz hat Sega gar nicht mehr mit Disney. Aber die haben sich wohl wieder darauf geeinigt und ja, ich hatte es auch schon ausgeführt im anderen Video. Ich war am Anfang nicht ganz so erpicht darauf, weil einerseits ich kannte es eben schon relativ gut und andererseits so HD-Remakes sind meistens, manchmal funktioniert es nicht. Ne? Und so erste Screenshots dachte ich, ach, jetzt so mit Polygon-Grafik und kriegen sie diesen coolen Pixel-Look und so weiter hin. Und ich war sehr positiv überrascht und ich kann euch gerne mal zeigen, was denn so Phase hier ist. Bin gespannt. Also, vielleicht sagen wir noch dazu, es ist eine Vorabversion noch des Spiels. Das kommt erst, ich habe bei Sega nochmal nachgefragt, ist aktuell, wo wir das hier aufnehmen, gibt es noch keinen finalen Termin. Da hieß es im September und es wird wahrscheinlich so um die 15 Euro kosten. Das war noch nicht ganz sicher. Ja, von dem, was ich bisher gesehen habe, es hat wesentlich mehr Umfang schon in den ersten Level, die man ausprobieren kann. Das ist übrigens jetzt hier noch kein Level, sondern quasi, wir bewegen uns jetzt zur Levelauswahl hin. Okay. Der Umfang scheint wesentlich höher zu sein als bei Mega Drive Original. Und ich glaube, in der Qualität, wie es gemacht wird, dürften die 15 Euro das durchaus wert sein. Und da oben diese 800, weißt du, sind das alle Diamanten im kompletten Spiel oder sind wirklich jetzt in dem einen Level hier 800 Diamanten versteckt? Ich glaube, es sind die Diamanten in der Levelauswahl damit gemeint. Ah, das ist so das Schloss von Super Mario 64. Ja, ich musste auch als allererstes an das Super Mario 64 Schloss denken, speziell mit dem Aufgang. Es funktioniert hier in der Version exakt wie bei Super Mario 64. Man sammelt, du siehst auch da 15 Diamanten. Das mag ich gerne. Wo du so nach und nach dir alles unlockst, indem du Sachen einsammelst. Wenn man die eingesammelt hat, dann öffnen sich speziell die Türen. Du kannst Mickey natürlich mit dem Steuerkreuz und mit dem Analogstick lenken. Ich wechsle gerne zwischen den beiden hin und her, weil wenn man das eigentliche 2D-Spiel macht, dann spiele ich lieber mit dem Steuerkreuz, weil das präziser ist. Ist aber nett, wie das dann auch so übergeht jetzt von 2D zu... Ich dachte, das wäre ein reines 2D-Jumpman, aber das ist ja jetzt schon was, wo du dreidimensional gerade steuerst. Es gibt auch innerhalb der Level, das werden wir gleich sehen, ein paar Sektionen, wo man da umgreift. Im originalen Spiel war es eine 10 Sekunden Cutscene. Mickey läuft ins Schloss rein, Minnie wurde entführt beim Picknick von der Hexe Mizrabel. Okay. Ja, und er geht in das Schloss der Illusion, um sie rauszuholen. Und auch hier, genau wie bei Mario 64, aber auch schon Jahre vorher, in den Türen sind dann Pforten zu anderen Dimensionen, zu anderen Welten. Der erste Level, den wir uns hier angucken können, ist der Waldlevel. Das war der auch im Original bei Castle of Illusion. Nur hier ein wenig erweitert, erneuert und die Elemente, die drin gewesen sind, einfach neu orientiert. Also es hat sich für mich, auch wenn ich es gerade erst durchgespielt habe, wieder recht frisch angefühlt. Okay, cool. Ich habe ja das Original nicht so präsent wie du. Ich kenne das ja nur über Kumpels damals, die Mega Drive hatten. Ja. Aber ich habe es nie besessen und auch nie gespielt. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass, die Macht der Fantasie für ein 3DS, dass das so eine Art guter Nachfolger wird, aber das war dann doch eher leider eine Enttäuschung, weil es recht träge war und sowas. Ich habe es nach dem schlechten Feedback dann, obwohl ich mich darauf gefreut habe, auch gar nicht mehr probiert. Es hieß ja auch Power of Illusion, glaube ich, im Original. Und die Entwickler haben auch gesagt, ja, wir wollen dann einen legitimen Castle of Illusion Nachfolger daraus machen. Aber letzten Endes ist, glaube ich, das HD-Remake hier wesentlich näher dran an dem, wie man sich daran erinnert. Und ich musste auch zuletzt ein bisschen, also im Internetforum, Kritik über das Spiel hier dann lesen. Ach man, wozu brauche ich denn das wieder, wenn ich das Spiel auf dem Mega Drive erkannte? Aber denk mal, das ist ja jetzt nicht nur für die Leute gedacht, die das Jump'n'Run damals gespielt haben. Ich glaube, speziell Kinder hätten echt viel, viel Spaß mit den Sachen hier. Man hat kurz gesehen, Mickey kann
mit X springen. Mhm. Wenn ich bei Mega Drive war es so, wenn ich in der Luft nochmal X gedrückt habe, dann hat er sich auf seinen Hosenboden gesetzt. Nur so konnte ich Gegner besiegen. Okay. Ich musste erstmal auf den Hosenboden gehen und dann hat er sie angesprungen. Die Mechanik wurde hier leicht abgeändert. So, jetzt kannst du einfach draufspringen. Ich kann draufspringen. Wenn ich aber gedrückt halte, dann springen sie noch einen kleinen Tacken höher. Ja, okay, ja gut, also, das ist auch so ein typisches Mario-Ding eigentlich. Es ist so ein typisches Ding, genau. Also es wurde da vereinfacht. Man hat, man sieht, ich habe einen Apfel zur Verfügung, wenn ich den schmeiße, dann ist er auch weg. Passiert gar nichts. Also ich habe ja jetzt gerade an die Schräge geworfen und den Pilz nicht damit getroffen, aber das sind sozusagen für die Gegner, auf die man nicht draufspringen kann, hat man diese Option, muss aber auch die Waffen einsammeln. Hier zum Beispiel, jetzt kommt ein 3D-Bereich, so wie ich es erwähnt habe, wo können wir durch? Durch welchen Ausgang? Ach so, das sind aber nicht alles Ausgänge, sondern es ist mehr so ein Verwirrspiel. Es ist ein kleines Verwirrspiel, ja. Es ist auch nicht wirklich allzu schwer hier. Ich kann hingehen, wo ich lustig bin, gerade im Moment. Ja, ich muss nur einfach das oft genug machen und dann öffnet sich die nächste Tür. Also so ein Ding gab es nicht, original, das ist neu jetzt für die Version. Aber die Hintergründe sind dann Adaptionen von den Hintergründen, wie sie es im Original gewesen sind. Da gab es eben auch zuerst das Wäldchen und dann diese Blattwelt hier, die mich dann auch eher an Super Mario erinnert, gerade im Moment. Also ja. Super Mario Galaxy Level. Ja, auch dieses, dass du irgendwo drauf musst und dann wirst du automatisch so durch den Level gefahren. Das hat ja Mario auch in den schweren Levels ganz gerne mal gemacht. Hm. Du siehst hier, die Diamanten gibt es hier natürlich auch zum Einsammeln. Nur die zählen nicht zu diesen 800 dazu. Das ist so ein normales 100 geben ein Leben Ding. Müsste eigentlich sein, wenn ich mich recht entsinne. Ansonsten habe ich diese Sterne, stellen meine Energie da. 5 Health-Punkte habe ich. Recht viel eigentlich. Gibt es da Schwierigkeitsgrade? Nee, oder? Nee, die gibt es nicht. Im Original war es relativ knifflig an bestimmten Stellen, einfach weil es nicht besonders lang war. Na, aber dafür waren ein paar Stellen im Spiel dann drin, die bewusst einen auf so, ja, wenn du nicht genau weißt, was kommt, dann wirst du so mit ziemlich 90%iger Wahrscheinlichkeit verlieren, weil es einfach so dann ist, dass du es dann einfach normal probierst. Das wurde hier, glaube ich, entschärft und eher von dem, was ich bisher im ersten Level gespielt habe, zumindest faires Level-Design eingepackt, dafür aber umfangreicher und mit ein paar neuen Herausforderungen. Jetzt wäre zum Beispiel längst vor bestimmt 2-3 Minuten der Original-Level zu Ende gegangen. Jetzt bin ich abgekratzt einmal, dann schmeißt du mich anderswo raus, das gab es vorher auch nicht. Aha, okay. Ja? Was heißt das jetzt? Bist du jetzt irgendwo, wo du später eh hingekommen bist, oder bist du wieder zurückgesetzt worden? Es scheint so zu sein. Beim letzten Mal bin ich auch darunter gefallen. Ich dachte, oh, Leben verwirkt. Aber nein, der Level geht hier so weiter. Das ist ja interessant. Also es gibt anscheinend viele optionale Sachen, die man machen kann. Gibt es dann auch so eine Art Endabrechnung nach dem Level, dass du siehst, wie viele von Diamanten oder sowas du zum Beispiel gefunden hast? Damit du die auch irgendwie komplizieren kannst? Ich kann mich da jetzt nicht entsinnen von den Diamanten. Nee, ich glaube, es ist nur wichtig, dann was du auf der Oberwelt dann insgesamt zusammen hast, oder du kriegst auf jeden Fall so einen Riesendiamanten am Ende. Ne? Es ist ähnlich wie bei Mega Man oder Castlevania, dann sammelst du den Orb am Ende des Levels. Und im Originalspiel war es so, dass man diese 7, nicht Dragon Balls, sondern 7 großen Diamanten einsammeln muss. Und dann konnte man sich eine Regenbogenbrücke bauen zum Hort von Miserabel. Übrigens, welches Spiel? Welches Spiel jetzt? Crash Bandicoot natürlich. Eindeutig Crash Bandicoot, ne? Im Original war das auch eine... Ja. Sowas mag ich immer sehr gerne, obwohl das spielerisch eigentlich echt billo ist. Und aber das wirkt immer wieder gut. Das gibt's ja auch, wird ja heute noch bei Uncharted und so, gibt es auch die Stelle, wo der Truck hinterherfährt. Also das immer toll aussieht. Und jetzt früher dann eher noch so war, dass man ganz an der Bildkante rund lief, damit man ja nicht gesehen hat, wo man hinläuft, damit es besonders unfair war. Das ist ja hier okay. Ja, jetzt wechselt das Ding übrigens auf die 2D-Ebene. Und... jetzt ist eigentlich erst der Part, der im Originalspiel da gewesen ist. Okay. Ja, also im Original war es nur dieses, der Level fängt an, du läufst kurz runter und der Apfel kommt hinter dir her und du hast 2 Sekunden, um zu springen. Anders als bei dem ist hier, beim anderen konnte ich in das Loch unten und mich ducken. Hier verliere ich, wenn ich unten noch rausspringe. Hast du ausprobiert? Ja. Also ich habe nicht drauf geachtet und bin dann dort runtergefallen. Aber es ist schön, also sie haben quasi versucht, so die Originalideen zu nehmen, sie so ein bisschen aufzupeppen oder so mit heutigen technischen Möglichkeiten zu erweitern. Diese kleinen Reminiszenzen, auf jeden Fall merke ich, dass es entweder Leute sind, die das Original viel gespielt haben oder auch wirklich Fans. Ne, weil so dieses gewisse Maß an Liebe ist wieder dann übertrieben gesagt, aber es ist schon viel Sorgfalt reingegangen. Ja. In das Spiel, selbst in den ersten Level schon. Auch die Musik gefällt mir gut übrigens. Ja, die Musik ist angelehnt an den Mega Drive Original, aber natürlich mit neuer Instrumentierung. Das fand ich auch ziemlich cool, weil die haben sich mir auch ins Hirn gebrannt. Jetzt
Guck mal, jetzt habe ich da 65, aber ich glaube, ich habe doch mehr als 50 eingesammelt gerade eben, oder nicht? Ich habe es nicht gezählt jetzt. Ich weiß nicht. Kann auch sein, dass die dann draufgeschlagen werden. Ich habe da nie drauf geachtet. Die zweite Tür ist geöffnet. Mhm. Das heißt, ich kann den Level 1.2 jetzt hier angucken. Und wir können und dürfen jetzt auch von dieser Version hier quasi die erste Welt, die Akte 1, wir, 2, 3. Genau, wir dürfen die ersten drei Akte plus den ersten Endboss sozusagen zeigen. Soweit ich gesehen habe, ist in dieser Version auch die anderen Level vorhanden, aber die dürfen wir zu dem Zeitpunkt euch noch nicht vorstellen. Weil da vielleicht die ganzen geheimen Star Wars Charaktere noch auftauchen werden. Ja. Ich weiß nicht, wie viel ich über die nächsten Level natürlich dann erzählen kann. Inhaltlich scheinen die sich auch auf jeden Fall daran zu orientieren, wie sie auf dem Mega Drive gebaut wurden. Nur eben mit einem neuen Twist dann dazu. Mir haben die auch die anderen Level Spaß gemacht. Hast du gespielt? Nee, ich habe die zweite Welt noch einigermaßen weit gespielt. Und, aber ich werde es auf jeden Fall noch mal ein bisschen länger angehen. Ich hoffe mal, dass diese Version auch nicht irgendwann zwischendurch aufhört. Ja, das ist immer traurig dann, wenn so von der letzten Welt dann es nicht mehr weitergeht. Diese Geister waren vorher auch vorhanden, aber hatten einen geringeren Effekt im anderen Spiel. Zum Beispiel diese roten hier gab es nicht. Mhm. Wenn ich auf den roten draufspringen will, die verarschen mich. Oh, das ist ja gemein. Also es gibt einige Stellen, wo dann die blauen und die roten jeweils da sind. Mhm. Das ist aber, hast du das gewusst jetzt? Das habe ich gewusst gerade mit dem Geheimgang. Da war ich beim ersten Mal schon reingegangen. Das gab es auch im Originalspiel ab und zu mal. Dann kriege ich den? Nicht ganz. Egal. Die roten Geister, oder ich kann mich jedenfalls an keine mehr erinnern, die sind da, dass sie dich ab und zu mal ein bisschen verarschen, dass du gewiss über solche Hindernisse, über die du nur mit Gegnern rüber kannst, dass du auch genau darauf achtest, auf was für Geister du draufspringst und nicht einfach nur so. Dann machst du hier Castle Statue Piece. Das ist irgendwas, was du optional einsammeln kannst anscheinend. Also der Level hängt nicht davon ab, dass du es einsammelst, wenn du es durchspielst. Aber ich habe den genauen Effekt davon noch nicht ermittelt. Das ist wahrscheinlich irgendwas, das du dann im Hub, in der Hub, halt im Schloss selber dann damit machen kannst. Auch das ganze Gelöt im Hintergrund, das sind, glaube ich, Abschnitte, zu denen wir gleich hinkommen. Mhm. Ne? Ja, also, sind ja auch Diamanten. Also man sieht auch die Diamanten, das ist einfach nicht nur so Gelöte im Hintergrund, sondern es hat auch eine Relevanz. Und hier wäre der Level längst zu Ende gewesen. Das war ein Extra-Leben. Ach scheiße, jetzt hätte ich das machen können. So komme ich da nicht rauf. Ups. Ach ja, man sieht so bei steilen Wänden. Kann man nicht hochlaufen? Nee, der läuft automatisch wieder runter. Selbst wenn ich springen würde, er springt in die andere Richtung. Also so sind auch gewisse Level dann aufgebaut, dass du auf sowas achtest. Ach ja, und hier können wir so nicht drüber. Das heißt, wir müssen einen anderen Umweg nehmen. Aber man lernt keine neuen Fähigkeiten oder so aus dem Spielverlauf oder sowas gab es da noch nicht. Bisher hatte ich, jetzt auch schlecht gesprungen, bisher hatte ich noch keine. Im Original gab es die auch nicht. Also da gab es das mit dem Arsch springen, mit dem Apfel werfen. Kommen die nochmal zurück da. Scheiße. Ey. Jetzt spiele ich aber wieder hinterletzte Dödel. Komme ich da rüber? Nein. Und du konntest schwimmen mit Mickey, aber das hing vom Level immer ab. Mhm. Ob du da schwimmen kannst oder nicht, so. Scheiße. Wie mache ich denn das? Oder bin ich jetzt hier falsch? Die drei Level in der halben Stunde? Doch, eigentlich schon. Ich habe es doch vorhin ohne Probleme hier rüber geschafft. So, warte mal. Oder habe ich einen Denkfehler? Musste ich in die andere Richtung? Zeigt die Karte was an? Nee, es gab gar keine Karte. Tauch mal wieder auf, du Pilz. Ich würde ja sagen, du bist von links gekommen, aber das kann ja nicht sein. Das kann ja eigentlich nicht sein, ne? Doch, oder? Aber ich habe ja auch Sachen hier eingesammelt, oder? Bist du nicht dahergekommen? Es könnte sein, ja, aber ich kann mich auch erinnern, dass ich in beide Richtungen gelaufen bin. Doch, ich glaube, du hast recht. Ich bin von da gekommen und ich habe gerade den Rückweg gemacht. Ja, ich glaube auch. Ach ja, stimmt, weil ich auf den gleich raufgesprungen bin. Hier, sammeln wir noch das Ding hier ein. Es hat mich irritiert, weil du auch eben nicht nur in eine Richtung hier konkret läufst, sondern in beide. Im Originalspiel war es mehr rechtslastig, der Level zumindest. Ich mag die Animation von Mickey auch ganz gerne, wenn er so auf der Stelle steht, wie er so ein bisschen hin und her wippt. Mhm. Das hat er doch auch gemacht auf dem Mega Drive. Also es war auf jeden Fall ein sehr schönes und buntes Game. Und für die Zeit damals, Sega hatte sich die Lizenz geholt für die Mega Drive-Varianten der Disney-Spiele. Und ich fand, die brauchten sich nicht vor den Capcom-Sachen auf den Nintendo-Konsolen zu verstecken. Die Capcom-Sachen waren, wenn man ehrlich ist, damals schon recht dröge. Also das waren so die Musterdefinition von so einem kindergerechten, harmlosen Jump'n'Run. Ich habe die vor kurzem auf dem GBA wieder gespielt. Da gab es ja dann doch auch drei Teile oder sowas von. Ich glaube dann auch mit Mickey und Minnie und dann auch mit Mickey und Donald oder sowas.
Und die waren wirklich recht, echt unspektakulär, würde man heute einfach das jetzt nennen. Das erklärt auch ein bisschen so meine Aversion, ist es auch nicht ganz, aber ich bin nicht wirklich begeistert jetzt vom DuckTales Remake. Ich freue mich schon drauf, ich glaube, das wird ganz cool. Ich glaube, das gucken wir uns in einer separaten Folge auch nochmal an. Und wahrscheinlich ist es vielleicht auch schon raus, wenn wir das hier zeigen. Das könnte durchaus sein, ja. Aber jetzt so nach dem jetzigen Eindruck, da haben wir DuckTales, ich habe schon mal gespielt und Gregor auch, aber es wäre vielleicht noch zu früh, um sich jetzt ein Urteil zu erlauben, aber das hier kommt mir auch ein bisschen interessanter noch vor, muss ich sagen, auch ein bisschen hübscher gemacht. Ja, auch da nichts gegen DuckTales, das Spiel selber auf dem NES gewesen, aber ich habe eben die ganzen Disney-Sachen auf Mega Drive und Master System gespielt und Castle of Illusion ist schon der älteste Titel von denen gewesen, der ist heutzutage auch schon ein bisschen altbacken, wenn du im Original spielst. Also der hier wirkt auf jeden Fall... Wobei, aber DuckTales ist auf dem NES sicher doch älter ist, oder? Als auf dem Mega Drive. Das Spiel ist vergleichbar alt. Es müsste vergleichbar alt sein. Capcom hat auf jeden Fall sehr lange Sachen noch gemacht, bis in die Super Nintendo-Ära rein. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wohin. Ups. Ich spring mal runter, das ist eh Bonus. Das ist echt ungewohnt, irgendwie ist so aus so Abschnitten einfach dich komplett mal irgendwo anders hin runterfallen lassen kannst. Dass du auch vor allem das siehst und nicht einfach es wegblendet, ne? Aber jetzt gehst du wieder nach oben, ist das. Willst du das so? Nee. Ich guck mal. Da wollte ich hin. Wäre mir jetzt aber gerade schon tendenziell ein bisschen zu undeutlich, wo ich jetzt eigentlich lang gehen soll oder wo ich jetzt zum Ausgang komme. Ja, ich bin eh jetzt hier ein bisschen herumgefurcht eigentlich. Mit dem Erzählen habe ich nicht so richtig drauf aufgepasst. Es ist auf jeden Fall ein bisschen unübersichtlicher in der Hinsicht, dass ich nicht sofort weiß, wo es hingeht. Also auf dem Mega Drive, aber da gab es auch einige Abschnitte, wo du ein bisschen rätseln musstest. Hier ist es jetzt nicht drin, aber so der Level 1-2 im Original hatte dass du schwimmen musstest mit Mickey. Mhm. Und da waren so Wasserstrudel, wo du dich reinfallen lassen musst. Und die sind dann jeweils an anderen Stellen rausgekommen. Okay. Und du musstest erstmal gucken, okay, was ist der richtige Wasserstrudel, wo ich hin kann. Hier auch eine beliebte Funktion von solchen Sachen, wo der Weg live vor dir zugemacht wird. Du musst dann den richtigen Ausgang sozusagen finden. Auch keine große Fingerübung hier, aber immerhin eine nette kleine Idee. Und auch wenn es wahrscheinlich relativ easy zu programmieren ist, ich finde es immer ein bisschen beeindruckend, wenn, oh, guck mal, egal wo man hingeht, kommt dann Zeug raus, dass du da nicht weiter kannst. Ich glaube, ich musste hier rum. Einmal hier. Und dann hier oben und zur Seite. Das gefällt mir echt ganz gut, das werde ich auf jeden Fall auch spielen. Ja. Wer sich die Originale gerne angucken will, also das Beste meiner Meinung nach ist Quackshot auf dem Mega Drive. Das war eben das Donald Duck-Spiel von Sega. Ist ein, zwei Jährchen oder vielleicht nur ein paar Monate nach Castle of Illusion rausgekommen, aber es wirkt wesentlich polierter als das originale Castle of Illusion. Ich war nie ein Fan von diesem World of Illusion, wo du dieses Koop-mäßige mit Mickey und Donald gleichzeitig hast in so einem Zauberland, wo beide mit einem so Zauberteppich Sachen hingezaubert haben und so. Das ist koopmäßig zwar ganz nett, aber hat irgendwie nicht das coole Level-Design wie Quackshot gehabt. Das ist übrigens Welt 1.3, der Endgegner hier gleich. Aber, soll ich das jetzt unterbrechen, aber jetzt hattest du da 114 Schienen, das sind ja schon quasi alle Diamanten im Spiel. Es sind wahrscheinlich schon alle, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es nur 800 sind, weil es sind wesentlich mehr Level als das, was man hier dann machen könnte. Vielleicht gibt es in vielen dann keine, weil der hat ja schon immer die du jetzt gefunden hast, quasi da dazu addiert. Könnte man mal sehen, wenn das dann weitergeht. Das Original kannst du eh innerhalb von 2 Stunden durchspielen, wenn du weißt, was du machst. Es sind nur 6 Welten. Ach, die dritte Welt besteht jetzt nur aus dem Endgegner? Die dritte Welt ist nur der Endgegner, ja. Schade. Also 6 Welten mit je 3 Unterlevel. Der spielt sich auch ein bisschen anders als im Original. Schnell unterwegs. Ja. Guck mal, da springen jetzt fallen Kastanien runter, von denen ich mich nicht treffen lassen darf. Und dann springe ich einmal auf ihn rauf. Hätte ich jetzt sofort versucht, die einzusammeln und sie auf ihn zu werfen, aber das gibt ja gar nicht. Nein, das ist wahrscheinlich der erste Gedanke, aber ich kenne es eben noch vom Mega Drive her. Aber um nochmal jetzt auf die alten Spiele, die du eben genannt hast, einzugehen, da gibt es aber heute keine Möglichkeit, die sind nie für Virtual Console oder so erschienen, oder? Leider nicht. Ich glaube, es hat immer diese Disney-Lizenz-Sache das verhindert. Und das war auch nie auf irgendwelchen Mega Drive Collections oder so drauf? Nee, war nie drauf. Schade. Also eigentlich, wenn man das Modul von damals nicht hat und das Mega Drive, konnte man die nicht spielen. Also nicht legal zumindest. Ja. Deshalb finde ich schön, dass damit ein Schritt gemacht wurde und mich würde es nicht wundern, das bietet sich ja ideal an, dass das Original als unlockable Bonus oder sowas drin ist. Wenn Sega und Disney cool genug sind, dann haben sie es mit drauf. Und das war's auch schon. Und hier? Die großen Diamanten. Und genug davon einsammeln, dass wir die Olle Miserable dann
Und im Hintergrund erzählt können. Jemand auch ein bisschen über die Story zwischendurch weiter, oder? Ja, also wir haben natürlich jetzt ein bisschen drüber gequatscht, oder ich im Speziellen, aber der Narrator war so nicht vorhanden. Du hattest höchstens ein paar Texteinblendungen. Ja, und jetzt könnte ich dann die Treppe raufgehen, wo das freigeschaltet ist und mir die nächsten Level angucken, aber die dürfen wir leider im Moment noch nicht zeigen. Aber ich sag mal, also mir persönlich hat es richtig gut gefallen gerade. Also ich hätte jetzt echt Bock weiterzuspielen. Vielleicht zocken wir einfach gleich weiter, wenn die Kamera aus ist. Gefällt mir gut. Erscheint, wie gesagt, Anfang September für, kannst du nur kurz sagen, das kommt für PlayStation Network und für Xbox Live Arcade. Nicht für PC und nicht für Wii U? Ich bin mir nicht sicher, also PC glaube ich nicht. Ich habe das jetzt nicht nochmal nachgecheckt, ob eine PC-Version kommt, und Wii U bin ich mir nicht sicher. Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass Xbox und PS3 dann da dran sind. Wii U wird sich aber auch ganz gut anbieten, das ist auch so ein cooles Offscreen-Game. Ne? Da würde ich mich auch einfach mal irgendwo hinlümmeln mit dem Gamepad und dann einfach mal ein bisschen damit spielen und Sachen einsammeln. Unabhängig davon, die ersten Screenshots, die ich gesehen habe, haben das Spiel noch ein bisschen dröger aussehen lassen, aber es ist sehr farbenfroh. Ne? Das Mega Drive Original war farbenfroh und die erweiterten Level, selbst als jemand, der es gerade erst durchgespielt hat, nochmal. Ich habe durchaus Bock, das nochmal anzugehen, um einfach mal zu schauen, was wurde neu gemacht, was wurde anders gemacht, und das könnte eins meiner Lieblings-HD-Remakes dieses Jahr sein. Und das habe ich gar nicht erwartet. Und wie gesagt, ich kenne das Original ja gar nicht so, von daher für mich so oder so cool. Also das war schön. Sehr schön. Cooles Spiel für Windelweich angehüpft. Beim nächsten Mal gucken wir uns was an. Ist ein Spiel von Sony, auch eins so der, ich will jetzt nicht sagen, großen letzten PS3-Titel, weil es eigentlich nicht so groß ist. Schnipp. Ja, genau. Aber es ist ein Spiel, auf das sich, glaube ich, auch ein paar Leute freuen, weil es immer so angekündigt wurde als so eine Mischung aus Little Big Planet und Tim Burton. Ja. Es ist nämlich The Puppeteer, mittlerweile hier in Deutschland bekannt als der Puppenspieler. Eine Mischung aus einem Spiel und auch einer Person. Du weißt, was ich meine. Ja, aber der Puppenspieler ist tatsächlich der offizielle deutsche Name. Genau. Ne? Das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Vielleicht hat es sogar einen Zwei-Spieler-Modus, dann zocken wir da mal zusammen. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen einmal mehr und tschüss. Tschüss.